Ich hätte das niemals sagen sollen. Wir haben alles richtig gemacht. Nein, haben wir nicht. So, nochmal. Das war jetzt auch kein großes Drama. Dafür sind wir... Ja, eigentlich haben wir es geschafft. Das war die letzte Brücke. Cool, werden wir dann Janus sehen? Obwohl, ne, die Tür da. Bitte sag mir, dass die Tür unwichtig ist. Ey, du sollst den voll machen. Mach voll. Gut. Gut, gut, gut. Hä? Wir haben es wieder falsch gemacht, würde ich mal behaupten. Was war das? Naja. Wir müssen nämlich irgendwie noch auf die andere Seite kommen, einmal kurz die Tür öffnen. Und dann hätten wir alles geschafft. Und das werden wir jetzt auch noch eben machen. Und das klappt auch schon mal. Wir sind fast tot, aber wir schaffen es noch, bestimmt. Geile Sache. Was funktioniert alles so gut? Alles so gut in dem Tempel voller Blut. Boah, der billigste Reim überhaupt. Ui. Komisch, dass aber wirklich am Anfang des Spiels gar kein Blut war, außer das mit dem Köpfe abhacken und so. Und jetzt kommen die ganze Massen von Blut. Und wie Raziel die Treppe manchmal hochkrüppelt, ist auch sehr interessant. Schack. Wir nehmen erstmal noch mehr Blut mit. Weil ich glaube, da kommt man schon in einem Zug durch. Und deswegen, Raziel, nimmst du jetzt erstmal eine Schüssel. Boah, ich hoffe, das war's bald. Bitte, 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 bitte. So. Alles klar. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, jetzt kommen keine Augen mehr oder sonst was. Was mich irgendwie töten möchte. Nein. Wir haben es geschafft. Glaube ich. Hoffe ich. Will ich. Und jetzt hätte ich mal gerne einen Speicherpunkt, aber ich krieg eh nie das, was ich möchte, wenn es um Soul Reaver geht. Bling bling.
Janus Ordrum? Tut gut, nach all den Jahren meinen Namen ohne verachtenden Unterton zu hören. Raziel, mein Kind, was haben sie dir angetan? Ich ging durch die Hölle und zurück. Das alles nur, um diesen Moment zu erleben. Ich weiß nur nicht, warum. Tausende von Jahren wartete ich. Allein. Verlor den Glauben. In der Zeit der Bindung ernannte man 9 Wächter als Hüter der Säulen. Ich leistete den Schwur als 10. Wächter. Der Hüter des Reavers, die Waffe der Erlösung. Jahre vergingen, unsere Rasse starb. Ich überlebte, denn ich war dir verpflichtet und dem heiligen Schwert. Was geschah mit den 9 Wächtern? Waren sie nicht gestärkt durch ihre Pflicht? Ich weiß es nicht. Während unsere Rasse verging, erblühten die Menschen. Jahrhunderte zogen vorüber und unsere Geschichte wurde Mythos und verschwand. Die Menschen haben uns vergessen und die Säulen für sich beansprucht, in völliger Unkenntnis ihres wahren Zwecks. Für sie bin ich ein Teufel, Ursprung ihrer Vampirplage. Warum erlaubten die Säulen menschliche Wächter, wenn sie doch die Vampire dafür bestimmten? Die Säulen wählen ihre Wächter durch Geburt, Raziel. Aber Vampire werden nicht mehr geboren. Das ist unser Dilemma. Und das ist die böse Ironie. Mit ihrer Jagd auf die Vampire attackierten die Mitglieder des Kreises die wahren Erbauer der Säulen, die zu schützen sie geschworen hatten. Sie haben sich auf einen tückischen Pfad begeben. Jeder Vampir, den sie töten, ist ein Schritt in den Abgrund. Sie wissen, dass ich ihnen entkam, und das macht sie rasend. Du siehst ja, wie sie mit ihren Verbrechen protzen. Vielleicht, um mich herauszulocken. Sie leben in der närrischen Vorstellung, mein Tod wäre unser Untergang. Zum Glück sind wir stark. Ich habe gesehen, wie sie unten im Dorf ihre Truppen sammeln. Ja, ich weiß nicht genau, was sie vorhaben. Doch ich fürchte, unsere Zeit könnte sehr knapp werden. Die Menschen haben dir offenbar nur Kummer und Gram beschert. Du musst sie hassen. Sie fürchten, was sie nicht verstehen. Und sie hassen, was sie fürchten. Doch nein, ich hasse sie nicht. Vorador schon. Er hat viel leiden müssen. Er kann ihnen nicht vergeben. Sollte man ihnen vergeben? Sie verstehen nicht, was sie anrichten. Sie sind schlicht unwissend und anfällig für Manipulationen. Dann ist also alles wahr, was Kain und Vorador mir erzählen. Ich bin wirklich so etwas wie ein unheiliger Messias der Vampire. Unheilig? Nein. Messias... vielleicht. Ich mag dieses Wort nicht, es riecht förmlich nach Märtyrertum. Raziel, deine Rolle beim Schicksal dieser Welt ist entscheidender und weit hilfreicher, als du dir je zugestehen wolltest. Deine Reise wird nicht einfach sein. Dunkle Mächte haben sich gegen dich verbündet. Aber ich glaube, das weißt du längst. Du scheinst auf grausame Weise geprüft worden zu sein. Die Bindung muss gesichert werden, Raziel. Die Säulen sind das Schloss. Und der Reaver ist der Schlüssel. Ja. Der Reaver ist hier. Aber warum spüre ich da nichts? Die wunderbarste Waffe, die unsere Waffenschmiede je geschaffen haben. Sie flößten der Klinge die Energien des Vampirismus ein und gaben dem Reaver die Fähigkeit, unseren Feinden den kostbaren Lebenssaft auszusaugen. Als Janus die Klinge präsentierte, kroch eine unerklärliche Furcht in mir auf. Weit schrecklicher als alles, was ich je zuvor empfunden hatte.
Sofort stieß mich das Schwert schroff zurück und doch fühlte ich den unwiderstehlichen Drang, es zu berühren, es aufzunehmen. Bitte, nimm es fort von mir. Ich fürchte, man ist dir gefolgt. Du musst dich selbst in Sicherheit bringen, Raziel. Zenes! Nein! Alles wirbelte um mich herum. Und ehe ich mich versah, fand ich mich in einem angrenzenden Raum wieder, in sicherer Entfernung zu den Kämpfen. Janus hatte mich vor den Seraphan geschützt und selbstlos seine eigene Sicherheit verwirkt, um mein Leben zu bewahren. Und nun befürchtete ich, dass mein neu gefundener Mentor ermordet wurde, von jenen Kreuzzüglern, die ich noch vor kurzer Zeit bewundert hatte. Diese Ironie gab mir einen tiefen Stich. Und mit wachsendem Entsetzen dämmerte mir, dass Möbius mich von Anfang an betrogen hat. Denn die Seraphan waren einfach dem Weg gefolgt, den ich leichtfertig durch diese Zuflucht gebahnt hatte. Und bei ihrer Ankunft trugen sie Möbius Stab. Damit war ihnen Janus ausgeliefert. Durch die Tür hörte ich sie kämpfen, gerade mal ein paar Schritte entfernt. Aber es hätten genauso gut 1000 Kilometer sein können. Denn dieses Hindernis war von elementaren Kräften verschlossen, die ich nicht besaß. Es schien so, als hätte Janus mich in das Herz der Weihestätte des Feuers gebracht. Ich hoffte, das Feuer der Schmiede entfachen und den Reaver mit deren Kraft aufladen zu können, um Janus sein schreckliches Schicksal zu ersparen. Okay. Erstmal fällt mir auf, wir haben volle Lebensenergie und mein Reaver wurde weggenommen. Weil als letztes hatten wir den Lichtreaver und ich habe es gehofft, dass ich direkt da drauf schießen kann. Nein. Oh. Naja, beim nächsten Mal werden wir hier diese Schmiede erkunden und dann geht's weiter. Bis dann, sage ich schon mal. Ciao, ciao.